Hallo! Spieletastische Grüße und herzlich willkommen zu unserem nächsten Neuheiten-Video. Direkt nach Ostern sozusagen. Schon April, meine Güte, wie die Zeit rennt. Ich glaube, für unseren Spielzeugladen muss ich schon wieder bald Weihnachtsartikel bestellen. Geht wieder schon gleich los. Ah ja, ich habe ein Spiel, wir haben das letzte Mal ein Spiel herausgegeben, die Tavernen im tiefen Tal. Und gewonnen hat das Nicole van Echten. Herzlichen Glückwunsch. Schick uns doch bitte eine Mail an service@spieletastisch.de und mit deiner Adresse, damit wir dir das auch entsprechend zusenden können. Viel Spaß damit wünsche ich. Ja, ich bin schon etwas aus der Übung, weil ich gefühlt ist es schon mindestens 4 Wochen her, dass ich das letzte Mal ein Video gedreht habe. Und ja, nach all der Zeit muss ich mich jetzt wieder neu einarbeiten sozusagen. Aber ich gebe mein Bestes und lege einfach mal los. Arkham Horror, ein Szenariopack, Glück und Torheit. Das kann man wohl einfach so einzeln spielen oder auch in eine Kampagne einbinden. Sie schreiben dazu, dass es besonders gut in die Kampagne die scharlachroten Schlüssel sich einbinden lässt. Und zwar geht es um ein Casino in Monte Carlo und das beeinflusst das Glück zu seinen Gunsten, knöpft den Gästen große Geldsummen ab und setzt sogar deren Leben aufs Spiel. Also das Casino, da steckt wohl wieder irgendeine geheimnisvolle Macht dahinter. Und ja, das ist quasi das Szenario, um das es hier geht. Und dann haben wir ein kleines Spiel von Helvetic Kariba. Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren. 15 Minuten Spieldauer, hat eine Wertung von 7,0 und eine Komplexität von 1,08. Worum geht's? Das sind einfach verschiedene Tiere in Afrika, die um ein Wasserloch herumstehen und möglichst als erstes daraus trinken möchten. Und jedes Tier verscheucht quasi ein anderes Tier. Also das heißt, auf dem Elefant ist, glaube ich, die Nummer 9 drauf und verscheucht dann das Rhinoceros mit der Nummer 8 und das Rhinoceros verscheucht wieder ein Tier und so weiter. Es geht dann runter bis zur Maus und die Maus wiederum verscheucht allerdings die Elefanten. Das heißt, immer wenn man dran ist, darf man Tiere auslegen aus seiner Hand. Also an eine Tierreihe quasi darf man mehrere Karten legen, wenn man möchte. Und wenn man das dritte Tier legt, dann wird eben das Tier davor verscheucht und das darf man dann zu sich nehmen. Und wer da am meisten Punkte nachher sammelt, der gewinnt das Spiel. Also ein kleines Familien-Kinder-Kartenspiel fast schon. Genau, und dann geht es auch nochmal gleich weiter mit einem Kartenspiel Samoa von Huch für 2 bis 4 Spiele ab 10 Jahren und 25 Minuten Spieldauer. Und zwar gehört jedem Spieler so eine Maske, die wird dann ausgelegt, allerdings weiß eben nur der Spieler selbst, welche seine eigene Maske ist. Und jetzt muss man diese Maske mit so Federkarten schmücken. Und sollte aber möglichst dabei geheim halten, also man sollte möglichst dabei geheim halten, welches seine eigene Maske ist. Weil man darf quasi noch raten nachher, wem wohl welche Maske gehört und kriegt Bonuspunkte, wenn man den richtigen Tipp macht. Allerdings, wenn von einem Spieler alle auf die richtige Maske tippen, von einem Spieler, dann ist der auf jeden Fall schon mal raus in seiner Wertung. Also das heißt, der hat auf jeden Fall verloren. Also so ein bisschen, ja, Punkte auslegen, Deduktionsspiel sozusagen, hat eine Wertung aktuell von 6,5 und 1,63 Komplexität. Und dann von Abacus Spiele St. Patrick, ein Stichspiel für 3 bis 4 Spieler ab 10 Jahren und 25 Minuten Spieldauer. Das gab es wohl auch schon mal mit einem anderen Setting, mit einem Öltanker, wo man eben irgendwie darauf Feuer löschen sollte. Und hier geht es eben darum, für St. Patrick die Schlangen von der Insel Irland zu vertreiben sozusagen. Und ich weiß allerdings nur, dass es Stichspiel ist. Ich konnte noch nicht so genau herausfinden, was jetzt genau dahinter steckt oder was genau man machen muss. Da steht nur drauf, Karten verteilen, mächtige Reliquien nutzen und Schlangenbisse abwehren. Aber muss ich noch testen tatsächlich? Mehr kann ich momentan gar nicht dazu sagen. Dann Color Square von Spiel Das, ein Spiel für 1 bis 6 Spieler ab 8 Jahren und 20 Minuten Spieldauer.
Gibt dann hier quasi so verschiedene Würfel und jeder hat so ein Blatt und darf dann diese Werte, die gewürfelt werden, eben in diese Ecken eintragen, die hier um eine bestimmte Zahl herumstehen. Und man muss halt schauen, dass diese Summe eben genau diese Zahl in der Mitte ergibt. Und wenn man das schafft als Erste für ein bestimmtes Feld, dann darf man das für sich beanspruchen. Und ansonsten gibt es noch ein paar Möglichkeiten, ein paar Bonuspunkte zu sammeln. Also so ein bisschen Rechen, Roll and Write für die ganze Familie. Und gibt auch einen Solo-Modus dazu. Hat noch keine Wertung aktuell auf Board Game Geek. Dann kam heute Silvernake Forest von Devir Games. Also ist in verschiedenen Sprachen, allerdings halt Englisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und Katalonisch, so wie es aussieht. hat eine Wertung aktuell von 7,6 und 1,67 Komplexität. Letztendlich ist quasi der Herbst neigt sich dem Ende zu und die Tiere bereiten sich auf ihr Winterschlaf oder Winterquartier vor und müssen halt versuchen, möglichst noch viele Nahrungsvorräte einzusammeln. Und das heißt, man legt eben Blättchen aus und damit bestimmte Pfade, die man eben, also jeder puzzelt da vor sich selbst diese Pfade zusammen. Und da gibt es dann halt verschiedene Früchte oder Nüsse oder einfach diverse Sachen. Und muss halt für jeden Pfad auch ein Tier dann nachher hinlegen, das dann halt entsprechend Punkte sammelt für die richtige Nahrung, die es gerne mag. Und im Zweifel gibt es aber auch Minuspunkte, wenn man die falsche Nahrung dann da drin hat. Und so muss man halt einfach nachher versuchen, möglichst viel korrekte Nahrung für seine Tiere sich dort auszulegen, um so möglichst viele Punkte zu sammeln. Dann haben wir noch ein Flip and Ride Delicious, Englisch auch in dem Fall, ab 14 Jahren für 1 bis 100 Spieler, haha, 20 Minuten Spieldauer und 7,2 ist die Wertung, 2,2 Komplexität. Also es werden halt immer so verschiedene Früchte und auch Werkzeuge aufgedeckt und die muss man halt in seinen Block entsprechend eintragen. Und je nachdem, welche Kombination man halt da einträgt, sammelt man halt einfach auch wieder entsprechend Punkte und legt so den wertvollsten Hinterhofgarten oder was schreiben Sie? Ja, Dachgarten an. Und ja, wie gesagt, wer das am besten von den Kombinationen her einfach am besten einträgt, kriegt am meisten Punkte und gewinnt das Spiel. Schönes Design, muss ich sagen. Doch, sieht nett aus. Weiter geht's. Von Kosmos ist noch ein neuer Fall eingetroffen, Ewiger Fluch. Es geht hier um ein Detektivspiel ab 12 Jahren für 1 bis 5 Spieler und 90 bis 150 Minuten Spieldauer. Diesmal spielt das Ganze in Ägypten. Also das heißt, es wird die Leiche eines britischen Archäologen gefunden, so wie es aussieht zu Anfang 1900. Und man schlüpft in die Rolle der Detektivin Claire Harper und versucht eben diesen Mordfall aufzulösen. Vorher ist wohl auch noch ein wertvoller Gegenstand aus dem alten Grab entwendet worden. Und vielleicht steckt ein Fluch dahinter, deswegen ewiger Fluch. Und so muss man halt einfach versuchen, detektivmäßig gemeinsam diese Geschichte zu lösen. Azul Mini in der Mini-Version. Ich dachte, ich mache es einfach mal kurz auf, um das einfach mal zu zeigen. Ich denke, zum Spiel selbst braucht man gar nicht mehr viel sagen. Spiel des Jahres. 2000, wann? 17? Vielleicht Ich glaube 19, glaub 17. Also das heißt, man hat hier dieses Plastikteil, wo man eben nachher also das sind diese Manufakturblättchen und so sehen nachher diese Musterblättchen aus. Also die sind natürlich nicht mehr so schön schwer, sondern also es ist eher so normales Kunststoff, also es ist auch leichter das Ganze und vom Muster her aber gleich und also alles eine Nummer kleiner und gerade wenn man das mitnehmen möchte, denke ich, ist das wirklich eine tolle Sache. Ich wollte es wie gesagt einfach mal zeigen. Das sind dann die Blättchen dazu. Also es gibt hier wieder diese offene und auf der Rückseite eben das mit den vorgefertigten Muster und da sind dann sogar so Erhebungen drauf, dass man die wirklich draufstecken kann, dass sie das festhalten und da hat man hier oben so einen schicken Punkteanzeiger. Also ich finde es eigentlich echt gut gemacht, vor allem weil es halt einfach
deutlich günstiger nochmal ist als das Original. Und ist aber im Grunde ein vollwertiges Azul. Also ist alles drin, alles dabei. Ja, so ist auf jeden Fall halt einfach was auch für unterwegs, einfach so gut zum Mitnehmen. Und wie gesagt, wenn man, ich weiß gar nicht, Azul ist inzwischen preislich ja auch nicht mehr gerade ein günstiges Spiel. Und so hat man im Grunde das ganze Spiel für ja, knapp 20 Euro. So, dann hätten wir noch ein Buch, Cantaloupe, der dritte Teil, Rache, warm serviert. Also ich habe bisher nur das erste Buch gespielt, das hat mir Spaß gemacht. Das ist ja so ein Adventure-mäßiges Spiel, das ist ab 16 Jahren, ja, alleine oder mit Freunden kann man spielen. Das heißt, ich habe es eigentlich großteils allein gespielt, aber so zwischendurch habe ich auch mal mit jemandem zusammen versucht, da noch ein paar so Rätsel zu lösen. Und also mir hat der erste Teil zumindest viel Spaß gemacht und eigentlich möchte ich schon das mal fertig spielen. Ich habe es bloß noch nicht geschafft, weiterzumachen. Jetzt ist jedenfalls auch der dritte Teil da und damit ist diese Trilogie dann quasi auch abgeschlossen. Bin gespannt, ob es da nochmal was gibt in der Richtung. 29,99 ist halt ein buchpreisgebundenes Teil. Nochmal von Helvetic, ein Spiel für 1 bis 7 Spieler, 30 Minuten Spieldauer und ab 10 Jahren. Patient Zero, Save Patient Zero, also das heißt, auch hier geht es mal wieder um eine Krankheit und es geht darum, ein Heilmittel für eine Krankheit zu finden. Für das ganze Thema braucht es dann halt auch einen Spielleiter und dann gibt es eben zwei Teams, die halt konkurrierende Pharmaunternehmen verkörpern und versuchen halt durch diverse, also sie geben halt dem Spielleiter was, der gibt dadurch wieder entsprechend Hinweise und so versucht halt jedes Team möglichst als erster das passende Heilmittel zu finden. Erstaunlich große Schachtel von Helvetic-Spiel. So sehen die eigentlich meistens aus. hat eine Wertung von 6,7 und 2,0 Komplexität. Dann nochmal ein Familienspiel, auf Deutsch bei Feuerland erschienen. Wir hatten es ja schon auf Englisch da, jetzt ist die deutsche Variante Total Regal, auch da ab 8 Jahren. 2 bis 4 Spieler und 25 bis 35 Minuten Spieldauer. Letztendlich hat hier jeder so ein Regal vor sich stehen und da gibt es halt verschiedene Gegenstände, die man in dieses Regal platziert. Und jeder hat so ein persönliches Ziel, wie er es gerne platzieren möchte. Und es gibt halt noch so öffentliche, allgemeine Ziele. Und so versucht man halt einfach, diese Steine entsprechend so zu platzieren, dass man seine Ziele erfüllt. Also so ein, wie gesagt, so ein Familienpuzzlespiel. Schönes Material dabei. Und 6,4 ist die Wertung und 1,4 die Komplexität. Also wirklich, wirklich ein einfaches Familienspiel. Und dann noch ein Familienspiel. Ich weiß gar nicht, warum das nicht im letzten Video schon da war, weil da war es ja auch schon da. Habt ihr das vergessen? Das kam, glaube ich, an und es wurde nicht auf die Neuheiten warten. Okay, jedenfalls haben wir auch vom Kobold Verlag das Acropolis da. Das ist, glaube ich, Spiel des Jahres in Frankreich geworden für 1 bis 4 Spieler ab 8 Jahren und 25 Minuten Spieldauer. Und das ist halt auch so ein Blättchenlegespiel, also das heißt, man wählt ein Blättchen aus und versucht damit eine möglichst eine Stadt aufzubauen mit möglichst vielen Siegpunkten, also je nachdem, wie man das halt anpuzzelt. Und dann kann man das Ganze noch in höhere Ebenen bauen, um damit halt besonders wertvolle Viertel zu bauen und extra Punkte zu kassieren. Dann gefühlt so ein bisschen ein Hype-Titel in letzter Zeit. Erde von Skellig ist jetzt da. Für 1 bis 5 Spieler ab 14 Jahren, 45 bis 90 Minuten Spieldauer. Sieht halt einfach super aus. Das sind schon die Korrekturkarten, die sind mit dabei, weil es waren bei ein paar Karten, war wohl ein bisschen Fehler drauf und die sind jetzt hiermit korrigiert und können dann quasi ausgetauscht werden entsprechend. Wir haben auch das Holzinsert noch dazu und noch ein paar Kickstarter-Goodie-Beutelchen noch dazu. Viele sind es allerdings nicht mehr. Und
Ja, es besticht halt einfach durch seine tolle Optik, muss ich sagen. Und ist halt so ein, wieder so ein schönes Naturthema, was ja irgendwie gefühlt in letzter Zeit immer irgendwie geht und immer in ist. Ja, so versucht man halt einfach so ein bisschen, also seine, mit seinen Karten, die man spielt. Es gibt ganz, ganz viele Karten aus mit Tieren, mit Landschaften und so weiter. Und versucht sich damit eben einfach entsprechend so eine Engine aufzubauen und damit eben möglichst viele Punkte zu sammeln. In so einer Auslage. Also es ist, man puzzelt so ein bisschen eher vor sich hin. Also das heißt, deswegen kann man es auch sehr gut zu zweit spielen oder auch alleine gut spielbar. Und ja, schönes Ding, hat eine Wertung von 7,9 aktuell und 2,94 Komplexität, wobei ich gehört habe, also ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich muss es jetzt, das ist eigentlich unser Spiel, das müssen wir noch testen. Es sind halt viele verschiedene Karten mit drin, aber die Regeln an sich sollen eigentlich gar nicht so kompliziert sein. Also ich denke, wenn man da ein bisschen Erklärer dabei hat, kann man das sogar auch mit Familien entsprechend spielen. 2,94 steht da auf Board Game Geek. Das wundert mich etwas, dass es doch so hoch eingeordnet wird. Dann noch ein Englischspiel. Die Schachtel ist auch richtig schwer. Jerusalem, Anno Domini. 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren und 90 Minuten Spieldauer. Hat eine Wertung von 8,5 bei einer Komplexität von 3,21. Ich hatte das bestellt gehabt. Da hat eigentlich alles wunderbar gepasst und bis dann die Versandbestätigung kam, ist das Ganze, diese Nachfrage etwas explodiert bei uns. Also das heißt, ich habe es natürlich nachbestellt, es ist auch unterwegs, also sollte einfach die nächsten Tage dann auch alle restlichen Exemplare kommen und dann können wir auch alle Vorbesteller entsprechend beliefern. Auch das ging irgendwie ein bisschen durch die Decke so in letzter Zeit. Liegt vielleicht auch an dem etwas österlichen Thema, das heißt, man spielt hier so eine Gruppe oder eine Gemeinschaft von Anhängern von Jesus und der ist jetzt halt in Jerusalem und ist quasi zum letzten Abendmahl da und man versucht eben seine Anhängerschar möglichst nah an Jesus und die Aposteln zu setzen sozusagen, kann dazu bestimmte Orte besuchen und kann da Nahrung sammeln und kann sich umpositionieren und also kann ganz viele verschiedene Aktionen machen, also sehr sehr variabel das Ganze und ja, hat eine Wertung, habe ich schon gesagt, glaube ich, gell? 8,5 und 3,21. Aber ich sage es halt nochmal, weil es halt wirklich so eine echt gute Wertung aktuell ist, eine richtig gute und ja, wie gesagt, ganz viel Nachfrage danach gewesen und auch mal ein interessantes Thema, muss ich sagen. Mal was anderes. Genau. So, wo wir gerade bei Hype-Titeln sind. Wir haben wieder ein Giveaway und zwar Flamecraft in der Deluxe-Edition. Noch einmal. Juhu! Wer also da Lust drauf hat, darf gerne mitmachen. Kommentiert einfach mal hier unten drunter unter dem Video. Gibt es Hype-Titel, die euch vielleicht so gar nicht zugesagt haben? Oder gibt es Hype-Titel, die ihr auch wirklich richtig genial fandet? Oder sind meistens die Erwartungen vielleicht so hochgeschraubt dadurch, wenn da so ein Hype entsteht, ja, es eigentlich fast nicht erreichbar ist durch das Spiel? Erzählt einfach mal ein bisschen, wie ihr zu dem Thema steht und schreibt es hier einfach drunter und dann unter allen Teilnehmern werden wir halt so ein Flamecraft Deluxe rausgeben. Viel Glück! So, dann von Board Game Box eine Computerspielumsetzung Northgard mit mehr als 75 detaillierten Miniaturen. Also, ich habe das Computerspiel schon gespielt. Auch das muss ich noch spielen. Ach so, wir haben auch noch so schöne Holz-Startspieler-Marker mit dabei bei unseren Versionen. Und das Ganze ist so, ja, so ein bisschen als so ein 4X-Light-Spiel sozusagen. Also das heißt, man muss eben erstmal diese Landschaft erkunden, neue Felder aufdecken, dann gibt es da vielleicht Gefahren, die man noch besiegen muss und dann kann man halt auch die Kontrolle über diese Gebiete gewinnen und entsprechend da Rohstoffe sammeln und Gebäude bauen und die verbessern und seine Einheiten verbessern und dann natürlich auch gegeneinander kämpfen. Also das dann halt möchte man halt schauen, dass man möglichst viele Gebiete für sich kontrolliert.
Und ja, ist jetzt wie gesagt auf Deutsch auch da. 7,9 ist die Wertung bei BoardGameGeek und 2,71 ist die Komplexität. Mir hat das Computerspiel sehr gut gefallen, auch wenn es manchmal ein bisschen hektisch ist, wenn man an vielen Stellen irgendwie eingreifen muss, aber ja, bin gespannt drauf auf jeden Fall. Und dann haben wir noch Embarcadero, ist ein Spiel von Renegade und die haben es auf Deutsch selber rausgebracht, so wie ich das sehe. Ja, steht nichts anderes drauf. Aber ist eine deutsche Version. Kontrolliere den Hafenbezirk, ja, klingt deutsch. Trete in die Fußstapfen gerissener Geschäftsleute in San Francisco während des Goldrauschs. Ja, hört sich für mich deutsch an. 7,3 ist die Wertung auf BoardGameGeek und 3,29 die Komplexität, ist für 1 bis 5 Spieler ab 12 Jahren und hat eine Spieldauer von 60 bis 120 Minuten. Das ist quasi so ein, also man kauft quasi so verlassene Schiffe und legt die hier am Hafen an und baut dann darauf wieder auch entsprechende Gebäude. Also ist so ein, also man macht das Ganze über spielt Karten aus und legt Blättchen aus und versucht halt möglichst gute Geschäfte für sich zu machen und jeder versucht es eben am besten und sammelt dadurch nachher auch entsprechend Siegpunkte. Und dann sind wir schon am Schluss angekommen. Das letzte Spiel für heute ist auch schon wieder ein bisschen länger da. Ich glaube, das hat das letzte Video auch nur knapp verpasst. La Familia The Great Mafia War. Also das heißt, ist ein reines Vier-Personen-Spiel ab 16 Jahren und 90 bis 180 Minuten Spieldauer. Hat eine Wertung von 8,0 und 3,82 Komplexität. Man versucht quasi mit seiner Familie hier möglichst viel Einfluss auf Sizilien zu gewinnen und möglichst viele Gebiete zu kontrollieren und zu beherrschen. Und dafür gibt es 6 unterschiedliche Mafia-Familien, die alle auch so unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also es ist halt dadurch auch wirklich sehr variabel. Und es spielen immer 2 Spieler zusammen im Team und da gibt es halt eine Planungsphase, wo man eben seine Kämpfer platziert und geheime Auftragskarten platziert. Und wenn diese Planungsphase beendet ist, kommt, dann wird das Ganze quasi umgesetzt und aufgedeckt. Und so versucht man eben, wie gesagt, dadurch möglichst viele Gebiete auf Sizilien zu kontrollieren und eben die mächtigste Mafia-Familie zu werden. Ja, und das wäre es dann auch schon für dieses Mal. Vielleicht ist ja für euch auch das ein oder andere dabei. Und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich krieg's nie wieder rein. Doch, ich hab's wieder reingekriegt. Hauptsache quietscht gut. Ja, quietscht gut.